Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Investorenausbildung. Heute möchte ich mit dir besprechen, welche Möglichkeiten es gibt, in den Immobilienmarkt zu investieren, wenn du aktuell noch nicht das ganz große Geld hast, um hier zu investieren. Also investieren in den Immobilienmarkt mit wenig Geld ist das heutige Thema. Okay, also das Thema Immobilienmarkt und die Immobilienpreise, die Mietpreise, Mietpreisbremse, all das geht ja ziemlich auch durch die Medien. Daher ist da auch eine große Nachfrage nach diesen Themen. Und oftmals wird mir die Frage gestellt, hey Flo, wie kann ich denn an den Immobilienmarkt teilnehmen, wenn ich selbst noch nicht so viel Geld habe? Und es gibt hier wie so oft extrem viele Möglichkeiten teilzunehmen. Wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit wäre zu sagen, hey, Papa, gib mir mal dein Geld und dann investiere ich für dich und dann machen wir irgendwie 50-50 oder so. Das wäre jetzt aber irgendwie schon sehr, sehr easy gedacht und müsste auch voraussetzen, dass der Vater oder die Eltern halt dementsprechend Geld haben. Aber letztendlich nichts anderes sind dann auch viele, viele andere Plattformen, die hier auch in vielen Videos schon toll vorgestellt wurden, von anderen Kanälen auch. Deswegen möchte ich heute eine ganz andere Möglichkeit vorstellen. Und letztendlich ist es wirklich abhängig von dir, wo stehst du jetzt gerade. Wenn du wirklich 0 Euro hast, dann muss ich dir tatsächlich sagen, dann wird es schwierig werden, denn du musst, ja, also oftmals wird einfach Eigenkapital verlangt und ich kann dir auch empfehlen, um die besten Konditionen bei Finanzierungen dann zu bekommen auch, ist Eigenkapital nie verkehrt. So, aber das ist schon eine Spur zu schnell, sage ich jetzt mal. Vorneweg, wenn du noch gar nichts hast, musst du dir zuerst mal Wissen aneignen. Es bringt dir gar nichts, wenn ich dir oder wenn du von irgendjemandem jetzt 10.000 Euro bekommen würdest und dann von der Bank nochmal das Zehnfache an Fremdkapital, dann ist die Gefahr groß, dass du irgendwelche Fehler machst. Ja, deswegen hol dir erstmal das Wissen. Da gibt es ganz viele tolle Kanäle und ich kann auch gerne mal ein Buch verlinken hier unten, wo ich auch meine ersten Gehversuche gemacht habe und habe hier wirklich auch Learning by Doing gemacht. Ja? Und immer Step by Step, ein Schritt nach dem anderen. Das ist aus meiner Sicht das Wichtigste. Also als allererstes wissen, was man tut. Und hier bei den Immobilien gibt es ja immer den Spruch, Lage, 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 Lage. Ja, also, und es ist leider so, du kannst extrem viel Geld haben, du kannst extrem wenig Geld haben. Wenn du aber in beschissenen C, D oder noch weiter weg Lagen investierst, dann kann es sein, dass dein ganzes Geld dir nichts hilft, weil du einfach schlecht investiert hast. Ja? Das bedeutet, es gibt halt viele Standorte, die, oder viel ist jetzt übertrieben, aber es gibt Standorte, die einfach dazu verdammt sind, nicht mehr zu wachsen. Ja? Da gibt es ganze Landstriche, wo Firmen wegziehen und wenn die Arbeit fehlt, dann muss die Bevölkerung natürlich dann der Arbeit hinterherziehen, die Infrastruktur verfällt und solche Dinge. Und um dich vor solchen Dingen zu bewahren, musst du Herr der Lage werden. Du musst wissen, wo investiere ich. Ja? Und nicht immer direkt vor der Haustür muss die beste Investmentmöglichkeit sein. Also ich persönlich komme aus Bayern. Ich denke, man hört es an diesem fürchterlichen Akzent auch. Oder wie auch immer, an meinen Akzent natürlich. Und ich persönlich hab in Nürnberg investiert. Warum? München ist eine der geilsten Städte zu investieren. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich traue mich mal den nächsten Step zu machen, waren die Preise halt schon da irgendwo in die Höhe explodiert. Ja. Also da wollte ich dann auch jetzt nicht mehr 10.000 Euro für den Quadratmeter Wohnraum zahlen. So, und deswegen habe ich dann überlegt, was gibt es denn noch? Und schau doch mal nach Nürnberg. Okay, und da war es zu diesem Zeitpunkt war es noch gar nicht so verkehrt. Und viele sprechen jetzt davon, dass viele Investoren aus München nach Nürnberg gehen, weil es da noch Möglichkeiten gibt. Aber ich würde jetzt gar nicht sagen, dass man dann diese zwei Städte miteinander vergleichen kann. Bei weitem nicht. Wenn München die A-Lage ist, was sie definitiv ist, wobei es da auch schlechte Lagen gibt. Ja, das ist also Makrolage und Mikrolage, das ist alles so ein Thema.
Aber dann jetzt in dem Vergleich München-Nürnberg würde ich sagen, wäre Nürnberg mit Sicherheit die B-Lage. Aber in B-Lagen kann man investieren, mit Sicherheit. Ja. Und wenn du aber sagst, Flo, ich habe noch überhaupt kein Geld, dann wie gesagt, nimm dir die Bücher zur Hand, lese, was erfolgreiche Immobilieninvestoren ganz zu Beginn gemacht haben und lern anhand ihren Fehlern. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du dann auch nochmal einen ersten Geschmack haben möchtest, dann gibt es Plattformen, wo du dich für wenig Geld, also sprich 50 Euro, 100 Euro, monatlich an Objekten beteiligen kannst. Die kannst du dann natürlich nie in Gänze besitzen und hast du immer nur Bruchteilsstücke. Ja, und was dann auch das Problem ist, die sind oftmals gemanagt. Das bedeutet, du wirst nie in den Genuss kommen, ja, deine eigenen Fehler selbst ausbügeln zu müssen, weil ich muss wirklich sagen, das war bei mir immer das größte Learning. Wenn ich Fehler gemacht habe, und die Leute rufen an und sagen, hey, was ist hier los oder hier, da und da, dann hab ich es am Eigenleib erfahren, was ich denn für einen Scheiß oder gemacht habe. Ja? Und dann habe ich die nächste Stufe dann irgendwann erklimmen können, weil ich gesagt habe, hey Flo, das dürfte nicht nochmal passieren. Du hast hier Geld ausgegeben, du wolltest hier investieren, war scheiße, jetzt rufen die Leute an, mach was draus. So. Und das waren immer die besten Dinge. Und so Plattformen, die bewahren dich leider vor diesen Fehlern. Heißt nicht, dass solche Dinge dann auch mal komplett in die Hose gehen können, was dann halt auch zu Totalverlusten führen würde. Bei 50 oder 100 Euro ist das jetzt nicht ganz so schlimm, das ist wiederum der Vorteil davon. Aber ich bin halt wirklich ein Verfechter davon, zu sagen, hey, wenn ich Fehler mache, dann muss ich sie auch selbst beseitigen, weil nur dann tritt der Lernerfolg ein. Und das wünsche ich mir auch für dich. Also wenn du, wie gesagt, jetzt ganz am Anfang stehst, versuch nicht auf Biegen und Brechen hier in den Immobilienmarkt zu gehen, nur weil du liest, die Immobilienpreise steigen und ja, Torschlusspanik oder so, das ist hier nicht angebracht, wirklich nicht. Ja, also, einer der reichsten Menschen hat mir gesagt, Investmentmöglichkeiten sind wie Busse, man soll denen nicht hinterherrennen, der nächste kommt bestimmt und so ist es am Immobilienmarkt genauso. Also take your time, take it easy, gib dem Video einen Daumen hoch. Und abonniere unseren Kanal, so stellst du sicher, dass du in Zukunft alle Videos von uns erhältst. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen, für deine Zeit. Bis zum nächsten Video. Ciao.